Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist mal wieder an der Zeit, eine Konferenz dabei zu haben. Für die Leute, die sagen, ich habe keine Lust auf die Konferenz, die ist mir zu lang und ich will nur mein Team sehen, was ich auch verstehen kann. Da sind jetzt die Timelinks eingefügt. Zu den Spielen am Samstag gibt es dann aber immer nur kurze Zusammenfassungen, die gehen so ungefähr 2 Minuten. Aber naja, Timelinks dazu findet ihr. Und ansonsten bleibt fair in den Kommentaren. Auch jetzt, wo das Derby ist, scheiß dies, scheiß das, möchte ich nicht lesen, werde ich auch rauslöschen. Ansonsten geht's jetzt los, aber erstmal mit dem Freitagabendspiel Mainz gegen Köln. Mainz 05 legte in Düsseldorf einen etwas fragwürdigen Auftritt hin und so verloren sie verdientermaßen mit 1:0. Der erste FC Köln schlug mit Aufsteiger SC Paderborn zu Hause klar und deutlich mit 3:0. Hier hatten die Mainzer aber die erste Möglichkeit durch Pierre Kunde Malong. In der 6. Spielminute kommt er im Strafraum mit links zum Abschluss. Timo Horn muss aber nicht eingreifen. Der Ball geht relativ knapp über den Kasten hinweg. Der erste FC Köln aber baute sich dann auch schnell auf. Nur wenig später sie in der Vorwärtsbewegung. Luis Schaub zu Simon Terodde. Doch im letzten Moment ist noch Niakate dazwischen mit der Grätsche. Verhindert er, dass der hier gefährlich aufs Tor kommt. Mit dem Knieser dran. Das gibt von Daniel Brosinski den Daumen nach oben. Jetzt mal eine Standardsituation. 22. Spielminute, Eckball von der rechten Seite und dann am ersten Pfosten Niakate auf der anderen Seite noch ausgeholfen. Jetzt vorne mit einer halbwegs gefährlichen Situation. Viel konnte man aus dem ersten Durchgang in der Folge nicht mehr herausholen, was Chancen angeht. So stand es dann folgerichtig nach 45 Minuten 0:0. Der erste FSV Mainz 05 mit der besseren Anfangsphase. Dann konnte sich Köln aber gut reinfuchsen. Zweiter Durchgang, dann wieder besserer Start für Mainz. Danny Latze hat die Übersicht und Robin Quaison schlägt zu. 51. Spielminute. Der Schwede markiert den Führungstreffer. Die erste Torchance im zweiten Abschnitt führt gleich zum Treffer. Der erste FC Köln also im Hintertreffen. Und Mainz hatte die Möglichkeit zu erhöhen. Robin Quaison mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Und Jean-Paul Boetius zieht vorbei. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Der erste FC Köln nicht sonderlich gut im zweiten Durchgang. Jetzt aber etwas besser. Schaub von Terodde bedient. Der findet wieder Terodde. Und jetzt schlägt er zu. 74. Minute der Ausgleich. Zu dem Zeitpunkt doch etwas schmeichelhaft für die Geißböcke. Robin Zentner ohne Chance. Doch in der Schlussphase durch diesen Ausgleichstreffer motiviert der erste FC Köln am Drücker. Jonas Hector, Luis Schaub steckt rüber zu Kingsley Schindler mit der Flanke. Und Jonas Hector steht am zweiten Pfosten bereit, wird aber noch ausreichend von Brosinski irritiert, sodass der Kopfball nur vorbeigeht. Am Ende bleibt es bei diesem 1:1 am Freitagabend eine abwechslungsreiche Partie, teilweise etwas langweilig, geht aber so mit 1:1 verdient zu Ende. Und damit ein ganz herzliches Hallo aus der Konferenz und es ist eine besondere, wie immer, wenn der FC Schalke 04 auf Borussia Dortmund trifft. Die Schalker mussten sich am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim geschlagen geben, verpassten so die Tabellenspitze. Und der BVB setzte sich im Spitzenspiel mit 1:0 gegen Gladbach durch, gingen damit wieder auf Tuchfühlung zum ersten Tabellenplatz. Aktuell noch Borussia Mönchengladbach. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das hier entwickelt. Werfen noch einen ersten Blick auf die Aufstellung des FC Schalke 04 und schauen dann zunächst eine Station weiter, denn es wird ja nicht nur hier Fußball gespielt. Ab nach Paderborn.
Der SC Paderborn wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Soll es dann mit dieser Aufstellung hier klappen? Da gibt es keine großen Veränderungen im Gegensatz zum Spiel gegen den ersten FC Köln, auch wenn man da wirklich eine miserable Leistung zeigte. Zulinski heute im Startaufgebot dabei, Gay nur auf der Bank und Sven Michel ist neu dabei, dafür Oliveira Sosa nur auf der Bank. Ebenfalls wie Gay und jetzt ab nach Freiburg, wo RB Leipzig zu Gast ist, aber noch ganz schlimme Erinnerungen an das Duell im letzten Jahr hat. 3:0 unterlagen sie hier im Schwarzwaldstadion. Heute soll alles anders werden. Halstenberg noch nicht dabei. Saracchi wieder links im Aufgebot. Vorne in der Spitze Yusuf Paulsen. Dahinter Timo Werner. Sie sollen hier für den Auswärtssieg sorgen. Jetzt schauen wir nach München, wo der erste FC Union Berlin zu Gast ist. Und die Eisernen konnten mal wieder gewinnen. 2:0 schlugen sie den SC Freiburg in einer sehr disziplinierten Partie und so verdienten sie sich auch dieses Resultat. Der FC Bayern hingegen nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den FC Augsburg natürlich gefordert, hier mal wieder einen Dreier einzufahren. Auf dem Papier sieht das alles ganz einfach aus, die Realität zeigt was anderes. Jetzt nach Berlin. Hier sind wir noch relativ weit zurück in der Zeit. Hertha BSC gegen Hoffenheim in der Hauptstadt. Dauert es ja immer etwas länger. Die weiten Wege führen zu verspäteten Anstoßzeiten. Soll uns nicht lange stören, denn wir haben ja 4 parallele Partien. Kann Hoffenheim den Erfolg gegen Schalke bestätigen? Es wird auf jeden Fall nicht einfach hier im Olympiastadion. Doch beginnen wollen wir die Konferenz in Gelsenkirchen. Natürlich beim Derby gegen den BVB. Es ist allerbestes Fußballwetter. Daran soll es heute auf keinen Fall scheitern. Guido Burgstaller wird diese Partie eröffnen. Der FC Schalke stößt an, spielt in den blau-weißen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Der BVB dementsprechend von rechts nach links in Schwarz und Gelb. Die Schalker versuchen sie gleich hier mal nach vorne zu kombinieren. Jonjo Kenny auf der Außenbahn und Kelly Jury eilt ihm dazu Hilfe. Mascarell, das wird jetzt ein bisschen zu kleinteilig. Da kann der Ball mal in die Mitte gespielt werden. Doch Thomas Delaney hat etwas dazwischen, passt auf. Und Hazard klärt dann die Szene hier im guten Passspiel. Mats Hummels klärt es dann von hinten sicher raus. Das sollen fürs Erste die Eindrücke gewesen sein. Wenn wir was haben, schalten wir rüber ab nach Berlin, wo mittlerweile die Partie auch seinen Anfang gefunden hat. Hertha in blau-weiß, die Sinsheimer in komplett schwarz. Anthrazit, nennen sie es, wie sie wollen. Dennis Geiger, Kade Rabeck zu Dennis Geiger. Sehr gute Möglichkeit, direkt mal zu Beginn für die Gäste. Und die Hertha wirkt hier noch nicht so ganz wach. Das hätte schon die Führung sein können. Dennis Geiger ärgert sich da vollkommen zurecht. Rune Jahrstein kann froh sein, dass er da nicht eingreifen muss. Legt sich den Ball zurecht und drischt ihn dann nach vorne. Aber er landet wieder in den Reihen der Gäste, die hier ganz locker auffahren können. Posch, auf den muss verzichtet werden. Dafür Brindert heute in der Viererkette. Tor in München. Von Beginn an dabei. Tor in München, das wollen wir sehen. 1:0 für den FC Bayern München. 11. Spielminute. Und dreimal dürfen Sie raten, wer getroffen hat. Natürlich Robert Lewandowski. Überfallartig geht es da nach vorne. Kingsley Coman hat die Übersicht. Und Lewandowski steht genau am richtigen Ort und hält nur noch den linken Fuß hin. Der Pole baut den Rekord also aus. Gikiewicz völlig chancenlos in dieser Situation. Und genau
Der Start ist jetzt eingetroffen, den man sich hier als Gast auf keinen Fall erwünscht. Die Mannschaft von Urs Fischer hat jetzt eine noch größere Aufgabe zu erledigen. Der FC Bayern macht das hier abwartend, ist auf defensive Berliner eingestellt und dementsprechend führen sie hier nicht unverdient. Wir gehen weiter. Der SC Freiburg möchte hier direkt mal eine Duftmarke setzen in der Anfangsphase, kam aber noch nicht zu einer richtigen Tormöglichkeit. Jetzt Leipzig mal mit einem Konter. Nkunku kann den Ball ziemlich lange treiben und in der Mitte ist eine Überzahlsituation, wenn es schnell geht. Geht's aber nicht. Saracchi zu Yusuf Paulsen, steht aber am Abseits. Wird zurückgepfiffen, da wäre doch deutlich mehr drin gewesen, aber wenn wir das hier sehen, dann sind keine Zweifel offen. Der Däne klar im verbotenen Raum. Tide heute im Kasten für Schwolo, der sich ja verletzte, raus musste bei der Niederlage gegen Union Berlin. Es war ein gebrauchter Samstag beim SCF. Aber auch das weiß Christian Streich natürlich mit seiner Mannschaft, mit seinem Verein richtig einzuordnen. Jetzt Yusuf Paulsen wieder. Sabitzer. Paulsen, das geht ja ein bisschen zu einfach und er setzt auch nach. 22. Minute. 1:0 für Leipzig. Aber das darf den Freiburgern so nie passieren. Paulsen ist da viel zu frei, bekommt den Ball von Sabitzer wieder, setzt danach und überwindet Tide. Wir schauen weiter. Hier warten wir noch auf den ersten Treffer in Paderborn. Doch es gab eine gute Möglichkeit. Sven Michel hier schießt aber am Tor von Zach Steffen recht deutlich vorbei. Da wäre durchaus mehr drin gewesen. Ausgeglichene Partie hier in der Anfangsphase. Nun Düsseldorf nach vorne. Jean Zimmer mit der Flanke, die ist nicht schlecht, aber Sebastian Schonlau passt auf. Tor in München. Und dann schauen wir nach München. Der nächste Treffer. Und der nächste Treffer für den FCB. Thiago Alcantara schießt zum 2:0 ein. Ein einfacher Doppelpass mit Joshua Kimmich hebelt die eiserne Defensive aus. Und Gikiewicz sieht hier auch nicht ganz glücklich aus. Der Ball schlägt im kurzen Eck ein, auf dem falschen Fuß erwischt. Und so kann er dann nicht mehr rechtzeitig reagieren. 23 Spielminuten hier absolviert. Es sieht danach aus, als hätte der FCB alles im Griff. Wie sieht's denn im Derby aus? Gelsenkirchen bitte. Beide Teams agieren doch sehr vorsichtig. Keiner möchte den entscheidenden ersten Fehler machen und so gab es nach 23 Spielminuten noch keine richtige Torchance. Weder links noch rechts. Der BVB auch sehr kompakt in der Defensive und dieser kurze Fehler hier gerade aber schnell wieder ausgebügelt. Auch das muss man beim BVB sehr genau beobachten, wie schlägt sich Akanji, der immer wieder eklatante Fehler hat, die auch zu Gegentoren führen. Bislang leistet er einen souveränen Job. Nico Schulz jetzt auf der linken Außenbahn mit Julian Brandt. Tor in Berlin! Thorgan Hazard und dann wollen wir schnell das Tor mitnehmen aus Berlin. 1:0 für die Gastgeber. Marius Wolf schießt ein und das war doch etwas aus dem Nichts. Ein Befreiungsschlag von Skjelbred nach vorne auf Wolf, der dann mit Ibisevic etwas glücklich aussieht. Dann frei vor Oliver Baumann zum Abschluss kommt. Und rechts halb hoch einschießt. Für Baumann ist da nichts zu halten. Und Marius Wolf ist erfolgreich. Keine halbe Stunde gespielt. Die Sinsheimer auch zu Beginn eben diese gute Chance von Geiger. In der Folge stabilisierte sich die Hertha, doch Torchancen gab es eben bis jetzt
Nahezu nicht. Wie kann Hoffenheim damit umgehen? Das letzte Auswärtsspiel gewann man ja in München. Es folgte ein Heimsieg gegen Schalke. Also auf jeden Fall dranbleiben. Das heißt es jetzt hier für die Schröder-Elf. Den ersten Treffer haben wir dann also auch hier gesehen. Wir schauen nach Freiburg, wo auch bereits ein Treffer gefallen ist für die Leipziger, die jetzt wiederkommen. Timo Werner, auch das geht gerade wieder ein bisschen zu einfach. Timo Werner, 0:2. 34. Spielminute, Freiburg nicht mit der gewohnten defensiven Konzentration. Und jetzt nehmen sie hier den nächsten Gegentreffer hin. Tiede fast noch dran mit den Fingerspitzen, aber greift nicht mehr entscheidend ein. Leipzig führt mit 2:0. Wie sieht's in Paderborn aus? Mittelprächtig. Wir warten noch auf Tore 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Jetzt vielleicht mal Karame mit der Flanke. Zingerle hat Probleme und auch Jasula weiß diese Flanke nicht zu entschärfen. Zimmer nimmt nochmal Anlauf, vielleicht etwas zu viel. Doch erobert den Ball zurück. Jetzt mit diesem Querschläger, auch das sollte man sich nicht leisten. Kai Pröger, jetzt vielleicht mal eine Kontermöglichkeit. Pröger mit dem guten Auge, mit dem Antwi Ajay hier in der Zusammenarbeit. Boczek passt aber auf. Sowas darf sich Zimmer natürlich nicht erlauben. Gegen spritzige Paderborner, die dann schnell mal nach vorne kommen. Antwi Ajay zu Jasula. Kann Ayhan. Ungestüm. Und es gibt Elfmeter. War wohl im Strafraum. 40. Minute. Ja, mindestens auf der Linie, wenn nicht sogar komplett im Strafraum. Kann Ayhan mit dem Fehler. Keine großen Beschwerden. Und die Chance für Ben Zulinski gegen Zach Steffen. Zulinski behält die Nerven. 40. Spielminute, 1:0 für den SC Paderborn. Foul von Ayhan an Jasula. Und dann Tor in Berlin. Kann man auch mal so in Front gehen. Wir schauen hier nochmal drauf auf die Wiederholung. Und geben dann ab in die Hauptstadt, wo der zweite Treffer des Tages gefallen ist. Vedat Ivicevic schlägt zu. 39. Minute. Die Hertha geht in doppelte Front. Hübner ist noch erst dazwischen. Doch Ivicevic, wie ein Torjäger, setzt nach 2:0 nochmal zum Derby. Hier kommt wenig Hektik auf und man kann auch erstmal nicht von einem Treffer ausgehen. Wenn einer fallen sollte, dann doch aus dem ziemlichen Nichts. Der BVB jetzt vielleicht nochmal vor dem Seitenwechsel. Akanji zu Jadon Sancho. Nach Suspendierung auch in der Bundesliga wieder dabei. Mit dem Knie wohl im Abseits. Spaßig ist es hier nicht. Das Tor in Freiburg, muss man so leider sagen. Und deswegen gehen wir nach Freiburg. Christopher Nkunku mit dem 3:0 für RB Leipzig. Freiburg wie von allen Sinnen. Lienhardt, der hier diesen entscheidenden Zweikampf gegen Werner verliert. Und der Leipziger Mittelfeldmann bleibt dann vor Tiede eiskalt. Und haut ihn rein. Das muss eine Riesenaufholjagd im zweiten Durchgang werden, wenn das noch was werden soll. Wir schauen nochmal nach München, da steht es ja auch schon 2:0. Und die Bayern lassen hier auch nichts anbrennen. Robert Lewandowski, Coutinho, heute besser drauf. Und wie, 43. Minute. Der Brasilianer zum 3:0.
Lewandowski auf Coutinho. Und der hat dann zu viel Platz. Schießt wuchtig ein. Gikiewicz kommt gegen diesen wuchtigen Schuss dann nicht mehr rechtzeitig runter. Und so müssen die Eisernen kurz vor dem Seitenwechsel aufpassen, dass sie nicht hier alles davon schwimmt. So viele Torchancen hatten die Bayern nicht, aber sie waren konsequent in der Verwertung. Nach vorne geht bei Union aber nicht wirklich viel. Lange Bälle und dann auf den zweiten Ball hoffen, doch auch Anderson ist noch nicht richtig in der Partie angekommen. Sollte sich dann im zweiten Durchgang tunlichst ändern. Oder gibt es noch das vierte? Thiago Lewandowski. Die haben jetzt natürlich auch die Ruhe weg. Thiago kommt nicht durch. Schlotterbeck passt auf. In Gelsenkirchen wird aber noch gespielt. Burgstaller nochmal. Und Schöpf jetzt. Kommt aber nicht durch. Und dann müssen wir hier den Halbzeitpfiff hinnehmen. Ein sehr ernüchternder Auftritt. Aber von beiden Seiten kann man als Kompliment für die Defensive auffassen. Doch die offensiven Reihen wirklich planlos über weite Strecken. Hoffentlich wird das im zweiten Durchgang etwas besser. So, hier seht ihr einmal die Halbzeitergebnisse im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefällt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten will ich hier gar nicht lange rumlabern. Es geht weiter mit dem zweiten Durchgang. Viel Spaß dabei und nochmal danke fürs Reinschalten. Wir beginnen die zweite Halbzeit mit dem Treffer für die Paderborner. Ben Zulinski konnte Zach Steffen bezwingen und so steht es hier in Paderborn 1:0 für den Aufsteiger und so stehen sie nur noch 45 Minuten vom ersten Sieg der Saison entfernt, aber die Fortuna ist mindestens für einen Treffer immer gut und die Zeit reicht auch eventuell für eine komplette Wende, doch dazu müssen sie nach vorne noch etwas zielstrebiger werden. Sven Michel, Pröger, gut durchgesteckt. Zulinski, die Fahne bleibt unten. Zulinski hat zu viel Zeit, aber Michel setzt nach. Sensationell von Zach Steffen. Was für eine Doppelparade. Unglaublich. Besonders der hier, wie er aufsteht, ihn rauskratzt. Was für ein Beginn im zweiten Abschnitt. Das jetzt bitte auch aufs Derby, auf Schalke übertragen. Immer her damit. Der BVB jetzt mal. Thorgan Hazard. Da muss dann auch mal der Pass kommen. Jonjo Kenny ist dazwischen. Es gibt zumindest mal einen Eckstoß. Benito Raman kommt. Rabi Matondo verlässt das Feld. Konnte keine Akzente setzen. Doch das kann man über alle 20 Feldakteure so stehen lassen. Hazard mit der Ecke, Caligiuri passt aber auf, entfernt den fürs Erste aus dem Gefahrenbereich. Und jetzt der neue Mann, Benito Raman mit Harit hier und Schöpf, Burgstaller mit der Seitenverlagerung, sehr gut. Caligiuri nimmt aber das Tempo wieder raus, weil ihm die Unterstützung fehlt. Jonjo Kenny mit dem Flankenball, Weigel hat da Probleme, Julian Weigel kriegt den immer noch nicht geklärt. Und Hummels bereinigt dann. Jetzt auch schon wieder 10 Minuten im zweiten Durchgang. Tor in München. Wir warten noch auf eine Torchance und wir geben nach München. Spätestens jetzt ist alles vorbei. 4:0 für den FCB. Union muss aufs Torverhältnis aufpassen. Felipe Coutinho mit dem Doppelpack dürfte ihm erstmal etwas Luft verschaffen im doch reißerischen Presseforum.
Da breitet er die Arme aus und fragt, was ist denn? Natürlich kann man hier mit einem Doppelpack nicht alle Kritiker verstummen lassen, doch es ist der erste Schritt auf vielleicht noch einen ziemlich langen Weg in dieser Bundesliga-Saison. Doch für heute scheinen die Bayern auch ihre Hausaufgaben gemacht zu haben, aber in der Defensive sind sie nicht ganz sattelfest gerade. Ingwarzen, Elfmeter auf Schalke, trifft nur das Außennetz und jetzt Elfmeter im Derby, ab nach Schalke. Hummels ärgert sich und das kann folgerichtig nur eines bedeuten. Der FC Schalke 04 kriegt Elfmeter. Da lässt sich auch keiner auf die Diskussionen ein, aber Daniel Caligiuri mit dem Mega-Fauxpas. Was für ein Schuss am Tor vorbei. Davon müssen wir uns erstmal erholen. Da ist man dann in Berlin an der richtigen Adresse, um sich davon zu erholen. Unglaublicher Fehlschuss gerade. Die Hertha hat hier aktuell alles im Griff gegen Hoffenheim. Sie sollten noch den dritten Treffer nachlegen, um gar nichts mehr anbrennen zu lassen. Aber Hoffenheim nach vorne noch zu pomadig, das geht nicht so richtig gut. Flüssig nach vorne, Sjelbred. Zu Dilrosun, Darida mit etwas Glück zu Grujic und Oliver Baumann greift ein. 20 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Es soll noch nicht so richtig krachen hier in der Konferenz. Vielleicht jetzt in Freiburg wieder. Drei Treffer haben wir ja im ersten Durchgang gesehen, aber auch hier sieht es im zweiten Abschnitt eher mau aus. Leipzig hat eine ordentliche Portion rausgenommen und Freiburg ist erstmal erpicht darauf, hier nicht komplett unterzugehen vor eigenem Publikum. Und so entwickelt sich dann eine chancenarme Partie. Plus einige Unkonzentriertheiten in der Vorwärtsbewegung. Kunku badet das zumindest mit einem guten Tackling wieder aus. Petersen kommt für Waldschmidt, das aber auch nur eine taktische Perspektive. Jetzt schauen wir nach Paderborn. Düsseldorf reckt sich, Düsseldorf streckt sich, will das 1:1, knapp 20 Minuten vor dem Ende. Doch der SC Paderborn diszipliniert. Aber jetzt bieten sie mal eine Möglichkeit. Tepezay gegen Leopold Zingerle. 72. Minute. Der hüpft nochmal auf. Tepezay trifft ihn dann mit Vollspann. Und Zingerle kann halten. Dreger geht runter. Neuer Mann bei Paderborn dabei. Für defensive Stabilität soll gesorgt sein. Schonlau köpft das Ding raus. Passiert hier noch was? Adams. Zingerle hat den Ball. Nochmal nach Schalke. Schalke muss hier führen. Riesenchance. Omar Mascarell. Viel Zeit, viel Platz. Drischt ihn aber vorbei. Und der BVB kann sich glücklich schätzen, dass es noch 0:0 steht. Kein guter Auftritt der Schwarz-Gelben. Caligiuri an den Pfosten. Muss sein Elfmeter-Fauxpas eigentlich noch korrigieren. Im letzten Derby in Dortmund beim 4:2 war er der überragende Mann. Heute könnte er zur tragischen Figur werden. Verschossener Elfmeter, gerade der Aluminiumtreffer, aber wir bleiben jetzt drauf. Jadon Sancho zu Akanji ist kein gelernter Rechtsverteidiger, aber trotzdem dabei. Kopfball in die Arme von Nübel. Nochmal nach München. Wir werfen noch einen letzten Blick in die Allianz Arena. Das ist jetzt nicht zwangsläufig als Abseitsposition zu identifizieren. Doch die Beschwerden halten sich in Grenzen, weil hier alles geregelt ist. 10 Minuten noch zu spielen. Die Partie klingt so langsam aus, dass
Riesendebakel ist den Eisernen scheinbar doch erspart geblieben, auch wenn 4-0 doch eine ziemliche Packung ist. Aber Spannung wird hier unter keinen Umständen mehr aufkommen. Jetzt Trimmel vielleicht nochmal, legt zu Lenz raus. Das dauert alles zu lange. Wir schauen dahin, wo es spannend ist, nämlich nach Paderborn. Michel hätte schon für Ruhe sorgen können, doch Zach Steffen mit einer Riesentat schreitet ein. 5 Minuten noch zu spielen. Oliveira Sosa, schwacher Pass, Hoffmann passt auf. Kann Fortuna noch ausgleichen? Die Chance hatten sie in Person von Tepezay. Karaman und Gieselmann jetzt im Zusammenspiel. Paderborn sollte hinter den Ball kommen. Aber Ayhan muss den Weg nach hinten gehen. Der, der den Elfmeter verschuldet hat. Jetzt nochmal zum Derby. Schnell nach Schalke. Dahoud mittlerweile reingekommen. Zu Marco Reus. Jetzt vielleicht mal. Marco Reus zu Julian Brandt. Und der Ball ist im Tor. 90. Minute. Der BVB schlägt doch noch zu. Unglaublich. Der FC Schalke 04 lässt allerbeste Möglichkeiten aus. Und wird eiskalt dafür bestraft. Reus hat die Übersicht. Julian Brandt völlig freistehend aus 5 Metern ins Tor. Nübel gar nicht in der Szene drin, kann nichts mehr machen. Das werden jetzt noch spannende 3 Minuten Nachspielzeit. Wir geben nochmal schnell nach Paderborn, das ist auch noch spannend. Nachspielzeit läuft auch hier. Der SC Paderborn mit einem Entlastungsangriff. Es soll der erste Saisonsieg werden. Es sieht aktuell gut aus. Michel kämpft sich rein, fightet. Und das war ein schwacher Einwurf. Das Spiel ist vorbei. Düsseldorf verliert. Paderborn gewinnt das erste Mal. Nochmal nach Schalke. Aber auch in diesem Moment ist es vorbei. Der FC Schalke 04, die bessere Mannschaft, verliert mit 0:1. Und wir schauen nochmal auf den alles entscheidenden Treffer. In der 90. Minute ist er gefallen durch Julian Brandt, der spätestens jetzt beim BVB richtig angekommen ist. Aber um ein bisschen ruhiger zu enden, schauen wir nochmal nach Berlin. Auch hier ist Feierabend. Hoffenheim muss sich nach erfolgreichen Wochen mal wieder geschlagen geben. Die Hertha reitet weiterhin auf einer Erfolgswelle. Ibisevic konnte einmal treffen. Jetzt gibt's nochmal alle Spiele in der kurzen Zusammenfassung. Danke fürs Dabeisein und bis dahin bleiben Sie am Ball. Jo, hier nochmal im Überblick alle Ergebnisse der Konferenz. Wie gesagt, ihr könnt jetzt gerne das überspringen, wenn ihr die Zusammenfassung nicht sehen wollt. Direkt zum Leverkusen gegen Bremen Spiel zu dieser Zusammenfassung mit dem Timelink, der hier auch eingeblendet ist. Ansonsten jetzt viel Spaß mit den Zusammenfassungen. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und weiter geht's jetzt mit den Zusammenfassungen zum dritten Mal. Sorry fürs Labern, weiter geht's. Der SC Paderborn muss wieder punkten. Gegen Fortuna Düsseldorf wurde es aber nicht unbedingt einfacher, denn die Düsseldorfer dominierten die Mainzer am vergangenen Samstag, gewannen verdient mit 1:0. Der SC Paderborn hier aber nach der Klatsche in Köln besser drauf. 12. Spielminute, Sven Michel mit der ersten Möglichkeit, geht aber noch am Kasten vorbei. Zach Steffen muss nicht eingreifen. Aber die erste Halbzeit gehörte klar den Gastgebern und dann bekamen sie in der 40. Minute auch noch
Etwas Hilfe von Kaan Ayhan, der zu ungestüm in den Zweikampf geht hier. Jasula fällt und somit die Möglichkeit für Ben Zulinski zu Führung einzuschießen. Das tat er dann auch. 40. Minute, das 1:0 für den SC Paderborn. Und Düsseldorf mit einer großen Aufgabe im zweiten Durchgang. Der SC Paderborn wollte dann endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Prülger auf Zulinski, kein Abseits, hat viel zu viel Zeit zu überlegen. Sechs Steffen in doppelter Manier greift da ein. Überragend gemacht. Vor allem auch den Nachschuss von Michel noch rauszukratzen. Damit hielt er seine Mannschaft im Spiel. Das hätte schon die vorentscheidende Szene sein können. Düsseldorf tat sich weiterhin schwer, kam dann in der Schlussphase endlich mal etwas nach vorne. Hennings zu Baker, der hat die Übersicht, und dann Bernhard Tepetay mit der besten Chance für Fortuna im gesamten Spiel. Doch Leopold Singerle hält den Sieg fest. Der SC Paderborn kann also doch gewinnen am 9. Spieltag. Gelingt ihm das zum ersten Mal am Samstagnachmittag gegen Fortuna Düsseldorf. Freiburg ist zu Hause immer gut drauf gegen RB Leipzig. In der vergangenen Saison wurden die Roten Bullen hier ziemlich abgefertigt. Doch Leipzig wollte ein böses Erwachen verhindern. So Yusuf Paulsen zu Sabitzer. Paulsen bekommt den Ball wieder. Der kommt erst nicht durch im zweiten Versuch. Schiebt da dann aber ein. 22. Minute 1:0 für die Leipziger, die hier in der Anfangsphase durchaus dominant und gut auftraten. Freiburg tat sich schwer. Nach der Pleite am vergangenen Wochenende waren sie jetzt gefordert. Aber Timo Werner hat hier zu viele Freiräume und wuchtet den Ball rein. 34. Minute im Spitzenwinkel wird hier Tide Schwolo-Vertreter überrascht. Und vor dem Seitenwechsel setzte Leipzig noch einen weiteren Nadelstich, weil Werner sich hier gegen Lienhardt durchsetzen kann. Christopher Nkunku mit dem 0:3 in der 43. Minute. Und das war jetzt schon recht schmerzhaft. Im zweiten Abschnitt akklimatisierten sich dann die Breisgauer. Doch die Zeit lief ihnen davon, um drei Treffer noch zu korrigieren. Christian Günther in der 78. Minute dann mal gegen Peter Gulaschi. Doch der ist aufmerksam und kratzt den raus, hielt seinen Kasten zu null. Freiburg wollte trotzdem den Ehrentreffer, weiter Ball auf die linke Außenbahn, den kann Grifo in die Mitte bringen, doch Nils Petersen nicht mit der nötigen Präzision in letzter Instanz. So geht diese Partie am Ende des Tages sehr verdient mit 0:3 zu Ende, auch wenn sich Freiburg steigerte im zweiten Durchgang. Diesen schwachen ersten Abschnitt konnten sie dann nicht mehr korrigieren. Schwierige Aufgabe für die Hertha gegen TSG Hoffenheim, die zuletzt gegen Schalke und vorher im Auswärtsspiel gegen Bayern gewinnen konnten. Also die Schreuder-Elf ist sehr gut aufgelegt in dieser Saison, mittlerweile richtig gut angekommen. Die erste Chance hatte Dennis Geiger in der 7. Spielminute. Hier hätten sie die Hertha schon auf dem falschen Fuß direkt mal erwischen können. Das Gebälk muss dann herhalten, die Halterung des Netzes. Dann ein Befreiungsschlag von Sjelbred Ibisevic zu Marius Wolf. Das ist kein Abseits und wie aus dem Nichts dann die Führung für die Hertha. 27. Spielminute, der kommt da mit viel Glück durch und vor Oliver Baumann behält Wolf dann die Nerven. Die Hertha davon beflügelt. Sjelbred zu Ibisevic, der erst gegen Hübner scheitert, aber nachsetzen kann, nicht gestört wird und in der 39. Minute dann das 2:0 erzielt. Das ist ein Killer vor dem Tor. Im zweiten Durchgang dann Hoffenheim besser. Robert Sko, der hier schön Kevin Vogt auf die Reise schickt, der aber vor Rune Jahrstein nicht kühl genug bleibt. 51. Minute. Mal wieder eine gute Möglichkeit. Abseitsposition vorhanden. Dementsprechend dann auch im Endeffekt korrekt zurückgepfiffen. Nun die Hertha wieder stabilisiert. Darida und Grujic nochmal gegen Baumann, der das 3:0 in der 66. Minute verhindern kann.
Doch zu mehr reichte es dann auch nicht. Hoffenheim kam nicht mehr zu einem Anschlusstreffer und einer gefährlichen, interessanten Schlussphase. Eine gute erste Halbzeit reicht der Hertha hier aus, um 2:0 gegen Hoffenheim zu gewinnen. Die Bayern haben schon wieder nicht gewonnen und das reicht eigentlich immer schon für eine dicke, fette Überschrift in allen großen Zeitungen. Gegen Union Berlin waren sie jetzt gefordert. Das ist Kingsley Coman, der auf die Reise geschickt wird und Lewandowski ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Pole schiebt ein. Keine große Übung mehr dann für ihn, aber eben da muss er sein, wenn er gebraucht wird. Keine Chance für Gikiewicz. Guter Start für die Bayern. Und Union Berlin nach dem Erfolg gegen Freiburg in der Defensive nicht ganz mit der gewünschten Kontrolle. Thiago in der 23. Minute, dann bereits mit dem 2:0. Der FC Bayern München überrannte hier die Eisernen. Hier sieht Gikiewicz dann mal nicht so gut aus. Vor dem Seitenwechsel nochmal die Bayern. Felipe Coutinho, auch das geht zu einfach. 3:0. Und bereits jetzt war diese Partie entschieden. Union musste aufpassen, hier nicht eine richtige Klatsche zu kassieren. Zumal der FC Bayern im zweiten Durchgang dann weitermachte. Martinez, schöner Ball zu Coutinho. Doppelpack des Brasilianers. 57. Minute. Und jetzt bahnte sich tatsächlich eine richtige Blamage an für den ersten FC Union. Doch die sollte es nicht geben. Stunde gespielt, dann auch mal von ihnen ein Zeichen nach vorne. Ingwarzen trifft aber nur das Außennetz. Er hatte noch ein schönes Tor gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende erzielt. Hier gelingt ihn aber nicht mehr der Ehrentreffer. Union Berlin muss sich geschlagen geben. Qualitativ waren sie hier einfach nicht auf der richtigen Ebene. Und so gewinnt Bayern verdient mit 4:0. Der FC Schalke 04 empfängt den BVB im Ruhrpott-Derby. Natürlich hitzig, auch die Tabellensituation ist durchaus interessant. Wer hier gewinnen sollte, kann einen entscheidenden Schritt Richtung Tabellenspitze begehen. Doch der erste Durchgang hatte mit guter Fußballunterhaltung recht wenig zu tun. Und in den entscheidenden Situationen wandern Füße dazwischen oder Abseitssituationen vorstellig. Julian Brandt und Co. also im ersten Abschnitt noch nicht mit den nötigen Akzenten. Im zweiten Durchgang ging es dann sogar noch in die schlimmere Richtung aus schwarz-gelber Sicht. Foulspiel von Mats Hummels und die Riesenchance für Daniel Caligiuri in der 60. Minute, den FC Schalke 04 in Führung zu bringen. Doch ein kläglicher Strafstoß des Mannes, der in Dortmund im vergangenen, ja, in der vergangenen Saison noch entscheidend einschritt, brachte hier nichts ein. Und Omar Mascarell, 20 Minuten vor dem Ende, mit der nächsten hundertprozentigen Chance. Doch S04 wollte der Treffer nicht gelingen. Der BVB nach vorne nahezu chancenlos. Dann in der Schlussphase aber endlich mal der BVB. Marco Reus hat die Übersicht und dann schlägt Julian Brandt zu. 90. Minute. Der BVB ergattert im letzten Atemzug diesen Derby-Sieg. Das ist nicht verdient, aber im Derby nicht von Relevanz. Der BVB siegt auf Schalke mit 1:0. Bayer 04 Leverkusen gegen Werder Bremen, das Topspiel des 9. Spieltags. Und die Gastgeber müssen mal wieder etwas reißen. Nach der 3:0-Pleite in Frankfurt waren einige Fragen offen. Lucas Alario und Co. wollten sie nun beantworten. Havertz zu Amiri, Antwort Nummer 1. 8. Spielminute. Die Gastgeber in Front. Pavlenka kommt nicht mehr rechtzeitig runter und muss den Treffer so hinnehmen. Doch Bremen ließ sich davon nicht groß beeindrucken. Eggestein setzt hier gegen Demir Bay nach und bleibt weiter dran. Maxi Eggestein zu Leonardo Bittencourt.
Der hat mit der Hacke die überragende Übersicht. Gebre Selassie zum durchgelaufenen Nuri Sahin, 13. Spielminute. Der Ausgleich. Leverkusen ungeordnet. Mit dem Sechser Nuri Sahin nicht gerechnet, der hier nach vorne durchstößt. Halbe Stunde gespielt, der SVW fand immer besser in diesen Samstagabend hinein. Gebre Selassie zu Bittencourt, der wieder zu Eggestein. Und jetzt an den Pfosten, Nachschuss, Klassen, Latte. Was für eine Szene, Doppelchance für die Gäste. Unglaublich. Aber wahr, der Treffer sollte ihnen hier nicht gelingen. Nach 45 Minuten stand es dann 1:1. Das ging unter dem Strich in Ordnung, wenngleich der SVW besser war zum Ende hin. Der zweite Durchgang dann nicht mehr so spektakulär, doch 20 Minuten vor dem Ende die Riesenchance für Leverkusen. Volland mit dem guten Freistoß, doch Pavlenka passt auf, verhindert den Rückstand gegen diesen sehr gut getretenen Freistoß, nur etwas zu unplatziert. Die Schlussphase hatte es jetzt aber nochmal in sich. Der SVW nochmal. Gebre Selassie, dann Shahi versucht in die Mitte zu legen, aber steckt nochmal stattdessen rüber zu Milot Rashica. Lukas Radetzky passt auf, 83. Spielminute. Weiterhin 1:1. Ein offenes Ende stand jetzt bevor. Und der SVW konterte. Sargent alleine, ohne Unterstützung. Bender kommt aber nicht ran. Dann macht Sargent den Ball sehr gut fest. Bekommt ihn mit etwas Glück nochmal wieder. Klaassen zu Maxi Eggestein. Und was für ein Schlusspunkt. 5. Minute der Nachspielzeit. Werder Bremen schlägt zu. Schönes Tor von Eggestein. Die Leverkusener komplett bedient. Aber das haben sie sich selber zuzuschreiben. Sie zogen ihr Spiel nicht über 90 Minuten durch und verlieren so das Topspiel gegen Bremen mit 1:2. Am Sonntagnachmittag empfing der VfL Wolfsburg den FC Augsburg. Der 9. Spieltag also in seinen letzten Atemzügen. Die Wölfe klarer Favorit, doch Augsburg zeigte gegen Bayern, dass sie auch die Spitzenmannschaften ärgern können. Die erste Chance dann hier durch Josip Brekalo in der 6. Minute, doch der Kroate bekommt da weder Druck noch Präzision auf den Ball, sodass diese Annäherung erstmal verpuffte. Halbe Stunde gespielt, der VfL dominant, aber nicht mit den entscheidenden Torchancen. Lichtsteiner und Khedira, dann der weite Schlag von Moravec, der dann aber wieder in die Gegenseite umstößt. Arnold zu Joao Victor. Auch der wird nicht angegriffen und Weghorst dann mal in der 34. Minute, der Niederländer ja der beste Torschütze bei den Wölfen. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel, die Grün-Weißen nochmal nach vorne. Arnold, Joao Victor scheitert am Pfosten und dann setzt Weghorst nach. 37. Minute, eiskalter Torjäger lauert genau auf solche Bälle und haut ihn dann auch überlegt ins leere Tor hinein. Der FC Augsburg musste sich einiges überlegen, um hier nicht mit einer Niederlage nach Hause zu reisen. Doch die Pläne von Martin Schmidt gingen weiterhin nicht auf. Nur der VfL in der Vorwärtsbewegung. William mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und Brekalo verpasst in der 69. Minute das 2:0. Den kann man gut und gerne mal reinmachen. Viertelstunde noch auf der Uhr. Das 2:0 nur eine Frage der Zeit. Roussillon und wieder Brekalo. Hat das Auge für Roussillon, der durchgelaufen ist. Arnold und Udohokai noch gerade so dazwischen in entscheidender Position. Das hätte sonst wohl den Treffer bedeutet. Kubek kann sich bedanken. Nun die Fuggerstädter wagten sich dann einmal nach vorne. Jetzt mussten sie natürlich auch. Moravec, Rani Khedira und das ist dann eben der Fußball,
in der Bundesliga. 87. Minute, der erste Schuss aufs Tor sorgt für den entscheidenden Treffer für den FCA. Komplett schmeichelhaft, doch für sie stellt das keine Relevanz dar. Sie entführen den Punkt aus Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach und die SG Eintracht Frankfurt beendeten den 9. Spieltag im Borussia-Park und die Gladbacher wollten sich den Tabellenplatz Nummer 1 zurückholen. Dazu muss ein Sieg her. Gegen Frankfurt aber nicht so leicht, die ja am vergangenen Spieltag mit 3:0 Leverkusen aus ihrem Stadion schossen. Doch die erste Chance hatten dann die Gastgeber nach der Pleite in Dortmund wieder angefixt, hier den nächsten Dreier einzufahren. Markus Thüram zielt hier aber noch etwas zu hoch. Doch auch Frankfurt nicht chancenlos. Kostic setzt hier gut nach, erobert den Ball. Nun Fernandes zu Gibril Sow und dann Fernandes, der es versucht, aber gestört wird. Kein Problem für Jan Sommer. Der Schweizer schmeißt sich auf den Ball und vergräbt ihn unter sich. Vor dem Seitenwechsel dann mal eine gefährliche Standardsituation. Bastos zunächst. Szene aber noch nicht geklärt. Elvedi, der dazwischen funkt, Wendt drischt ihn raus. Doch Frankfurt immer noch heiß. Im Endeffekt Da Costa mit dem Abschluss. Doch nicht gefährlich genug, wie das Sommer da hält den Pausenstand von 0:0 dann erstmal fest. Das ging auch so in Ordnung. Beide noch etwas konditionell angeschlagen von ihren Europa League-Auftritten am Donnerstagabend. Das sei ihnen mal zu verzeihen. Konnte nun eine Mannschaft den entscheidenden Impuls setzen. Alassane Plea legt in die Mitte und Thüram Embolos dazwischen. Neuhaus setzt nach, aber da schießen sie sich gegenseitig an, verhindern dadurch einen gefährlichen Torschuss. Der Kopfball von Neuhaus ist dann eher eine Rückgabe. 10 Minuten vor dem Ende, dann aber nochmal die Chance für Gladbach zum Führungstreffer. Kramer und Neuhaus, das geht ein bisschen zu einfach. Frankfurt zu passiv. Florian Neuhaus dringt in den Strafraum rein. Leiner zu Christoph Kramer. Bekommt den Ball, dann aber nicht aufs Tor, sodass Rönne nicht eingreifen muss. Und eine Chance bot sich dann für Frankfurt in der Nachspielzeit. Kostic und dann Paciencia. Doch Jan Sommer ist wieder aufmerksam, hält die 0. Und damit auch das 0:0. Keine Tore also zum Abschluss des 9. Spieltages. Doch eigentlich können beide Teams damit durchaus zufrieden sein. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Diesmal wieder etwas länger durch die Konferenz. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Auch das würde mich freuen. Hier seht ihr noch einmal die Ergebnisse in der Übersicht und gleich dann auch noch einmal die Tabelle. Die Karrierefolge in dieser Woche nur am Samstag aus zeitlichen Gründen ist das einfach mal so. Tut mir auch ein bisschen leid, aber ist halt so. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Video und adios.